Lieben, ja, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar fahren wir morgen nach Eschwege, heute ist nämlich Freitag. Und wir haben gerade den Koffer zu Ende gepackt und ich wollte euch heute einfach mal zeigen, weil es so oft angefragt wurde, was wir alles mitgenommen haben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und los geht's! Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Wickeltasche an. Das ist unsere Wickeltasche. Die ist neu, gerade ist von Lessig, die Signature Glam Bag heißt sie. Und die ist ja dafür bekannt, dass die so aussieht wie eine normale Handtasche. Finde ich auch extrem. Wir haben sie in Schwarz mit so Ledergriffen. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, was wir dabei haben. Einmal haben wir hier, sind außen so vier große Fächer, seht ihr das? Und hier haben wir einmal Milchpulver dabei, also unseren Kaffee, weil es einfach in so einer kleinen Box kann man so aufdrehen. Dann haben wir das einfach so dabei. Da kommt nachher noch die Flasche rein von den kleinen, also auch in dieses Fach. Die steht nämlich hinter euch, das ist diese hier. Nehmen wir also auch mit, da müssen wir aber noch Wasser reinfüllen, deswegen steht sie hier. Aber wie gesagt, da haben wir halt hier unser Milchpulver drin. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir einmal Benettons Löwen dabei, den hat er einfach immer dabei, deswegen haben wir ihn jetzt hier auch dabei. Mehr ist hier auch gar nicht drin. Dann haben wir auf der nächsten Seite hier einfach nur ein Spucktuch dabei. Das nehme ich meistens zum Abdecken vom Kinderwagen, zum Beispiel wenn wir im Zug sitzen oder so. Wenn die Kleinen jetzt einfach offen zu sehen sind. Dann haben wir hier hinten im letzten Fach, im großen, das Mama-Fach sozusagen. Hier ist einfach alle Sachen, die ich schnell brauche. Zum Beispiel eine Powerbank zum Laden vom Handy. Dann haben wir den Stift für die Autogrammkarten und die Autogrammkarten. Dann haben wir einen Aufsatz für unser Stativ, das ist auch ganz wichtig, meine Kopfhörer und dann haben wir noch eine Kinderwagenkette. Genau, das haben wir hier so drin, einfach so Sachen, die man wirklich schnell greifen muss und man da nicht so viel Zeit hat, um das zu greifen. Und dann haben wir hier natürlich in der Mitte noch ein riesengroßes Fach und auch das ist bis oben voll. Wir haben das so aufgeteilt, wir haben einen Koffer, wir haben einen Rucksack und wir haben die Wickeltasche. In die Wickeltasche kommen alle Sachen, die wir erstens für die Kleinen brauchen und zweitens ganz, ganz schnell, weil wir den Kinderwagen ja hundertprozentig immer in der Hand haben. Im Rucksack sind unsere Essenssachen und die zweiten Sachen, die wir am zweitdringendsten brauchen. Und im Koffer sind die Sachen, die wir eigentlich nur im Hotel brauchen oder Sachen, die wir einfach nicht so schnell brauchen sozusagen. Im großen Fach in der Mitte, das sieht so aus, haben wir meine Kamera nachher, damit filme ich ja gerade, aber die kommt dann nachher hier rein in die Box. Dann haben wir mein ganz normales Handy-Ladekabel für mein Handy. Mein Handy habe ich natürlich auch immer dabei. Das Kamera-Ladekabel, damit werde ich nachher die Kamera auch nochmal laden. Dann haben wir Sachen, die ich verkauft habe, die ich mit nach Eschwege bringe, damit die Personen sich den Versand sparen. Haben wir einmal zwei Pakete, einmal ein kleines und ein großes Paket. Ich habe noch mehr verkauft, die Sachen sind aber im Koffer, die zeige ich euch gleich. Weil die beiden Personen treffe ich schon im Zug und deswegen habe ich die Sachen in der Wickeltasche. Dann haben wir ein Geschenk für unsere Freundin, die wir dort in Eschwege das erste Mal sehen. Da haben wir gesagt, wir schenken uns gegenseitig was. Dann haben wir eine Mütze für den Benetton. Die sieht so aus, ist so eine H&M-Mütze mit so zwei Tünchen. Dann haben wir eine Mütze für Mel, ihre Next-Mütze, die mag ich total gern. Dann haben wir ein Halstuch für den Benetton. Ein ganz normales von H&M einfach, ganz schlicht. Mels Benettons Haarpflegeset. Einmal dieses Wasser, was wir für die Haare brauchen. Eine ganz normale Babybürste und eine Zahnbürste. Das haben wir auch einfach so dabei. Dann haben wir Schnuller, einmal Benetton, einmal Mel. Einfach so Ersatzschnuller. Sie haben beide jeweils einen drin, aber einfach so Ersatzschnuller. Fäustlinge, egal für wen, einfach so Fäustlinge. Und ein blaues Spucktuch einfach für so, halt zum Füttern oder halt irgendwas anderes. Drei Wegwerfwindeln von Pampers. Und einmal Feuchttücher, genau. Das ist alles, was wir hier drin haben. So, dann kommen wir zum Koffer. Der Rucksack wird nicht so spektakulär, deswegen glaube ich, zeige ich ihn nicht. Da sind einfach nur Verpflegungssachen drin, die wir zum Essen brauchen natürlich. Einmal hat Felix seine Kulturtasche, einfach so Sachen, die er braucht, so Zahnputzzeug und so. Einmal habe ich für mich Duschgel, einfach, ich glaube, ich dusche heute Abend, deswegen habe ich es mit. Eine kleine Mini-Kulturtasche von mir, mein Tangle-Teaser zum Haarecam, ich glaube, den kennt jeder, oder? Dann habe ich meine große Kulturtasche drin, da sind alle Sachen, die ich so brauche, so halt auch Zahnputzsachen und so.
Und eine Nivea-Creme, weil ich nach dem Duschen immer so extrem Hautprobleme habe. Und dann haben wir noch Benettons Decke, die er mitgebracht hat, als er zu uns kam. Einfach für das Hotel oder so, dass er einfach eine Decke hat, weil wir den Kinderwagen nicht bei uns haben. Dann haben wir, wie schon erwähnt, die verkauften Sachen. Da haben wir einmal ein kleines Set wieder und ein großes Set. Das haben wir halt, wie gesagt, verkauft. Und das ist halt hier drin, weil das brauchen wir nicht so dringend. Und dann haben wir noch unsere Ergo-Baby. Die wird wahrscheinlich, wenn wir in Eschwege sind, in unseren Kinderwagen einziehen, unten in das Fach. Da haben wir genug Platz. Oder Felix wird sie direkt umbinden, weil Felix wahrscheinlich die Mel tragen wird. Genau. Dann haben wir noch ein kleines Fach in unserem Koffer. So, da haben wir einmal mein Outfit für Sonntag, was ich halt Sonntag anziehe. Und dann haben wir allgemein noch so ein kleines Paket für mich. Einfach ein T-Shirt, Unterwäsche, ein Top und noch ein T-Shirt. Einfach falls ich mich umentscheide oder es zu kalt wird oder sonstigen Kram. Dann haben wir ein Mails-Paket. Ein Mails-Paket besteht aus ein paar rosane Socken, eine Mütze, die ist selbstgenäht von unserer Freundin. Noch eine selbstgenähte Mütze, meine Lieblingsmütze hier. Ein ganz normaler Schlafanzug. Einfach so für im Hotel dann. Wahrscheinlich weiß ich nicht, ob wir den benutzen, aber auf jeden Fall ein Schlafanzug. Eine Hose für die Mel von Benetton. Und ein Body. Hier ist Benettons Hose dabei, also eine Hose für Benetton. Und dann haben wir noch die selbstgenähte Hose von Mel in Rosa. Genau. Dann haben wir hier ein paar weiße Socken, Mels selbstgenähte Mütze und Benettons selbstgenähte Mütze und Benettons blaue Stockhornhose. Das werden die Kleinen am Sonntag anziehen, nämlich habe ich für beide dasselbe genäht. Also einmal hat Mel diese Hose mit dieser Mütze. Da sind auch so Bommeln oben dran. Und das gleiche hat der Benetton halt in Blau und das werden sie am Sonntag anziehen, damit die am Sonntag so ein bisschen Partnerlook rumlaufen. Dann haben wir für Benetton einfach noch ein Body. So sieht der aus. Seine Strickjacke von H&M. Seine Gap-Jacke, die kennt bestimmt auch jeder, die finde ich einfach so schön, dass sie mit musste. Ein paar dunkelblaue Socken. Eine Noppis-Hose. Und dann haben wir noch ein Set für Mel. Und zwar einmal das hier. Gerade noch mit Preisschild dran, wo wir das gestern jetzt gekauft haben. Und die Hose gehört da noch zu. Falsch rum. So. Genau. Das, falls ich mich einfach umentscheide, was die Kleinen denn anziehen sollen oder so, habe ich einfach für jeden noch ein bis zwei Sets dabei. Genau, meine Lieben. Und das war's eigentlich. Ich habe jetzt noch Felix-Klamotten natürlich, aber die wollte ich euch jetzt nicht zeigen. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht ein bisschen kritisch darauf reagiert. Aber ist ja auch nicht allzu spannend. Ich glaube, euch interessieren sowieso erst die Babysachen. Ja, das war's auch. Das haben wir jetzt alles mit für Eschwege. Natürlich haben wir noch Verpflegung für die Zugfahrt. Und der Kinderwagen ist natürlich auch dabei. Natürlich wie die kleinen süßen Babys hier. Die haben schon ihre Outfits für morgen an und sind startbereit. Wir freuen uns riesig und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.